Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Status Factory. Zusammen mit Fresh Rice. Hallo. So, und ich muss hier das Belt umlegen, oder wie? Oder wissen wir jetzt schon, wie ich Höhen verstellen kann? Du wirst wahrscheinlich von da oben einfach irgendwie das runterziehen können, ne? Ja, funktioniert doch an sich, oder? Ja, aber dann kommt Can't Afford, steht da. Ja, du hast nicht genug Geld, also Dings, irgendwas zu Ressourcen. Ach, Eisenplatten. Can't Afford heißt, reicht nicht. Ja, ich, keine Ahnung. Ist früher morgen, ja. Ja, für mich ja. Also ohne Scheiß, ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. Hast du Spätschicht momentan? Ich habe Frühschicht gehabt. Mhm. Hatte gestern ja Ligaspiel wieder, Daten. Mhm. Und bin um 2 erst heimgekommen. Dann wurde der Kleine munter, aber Julia hat schon geschlafen. Also habe ich den übernommen. Kam also so Richtung 3 ins Bett. Nice. Und ja, gut, ich habe mich heute in der Früh wieder um ihn gekümmert, wie er kam, um 7:30. Läuft bei dir also momentan? Mir fehlen immer noch Belts, Bleche. Echt? Ja. Oh Mann, ne. Mach mal hinne hier, du Maschine. Das ist es halt. Das ist die langsam laufendste Maschine, die wir haben. Man braucht halt so viele Kupferplatten. Mhm. Für den Anfang zumindest. Ich bin ja schon fast der Annahme, dass ich gleich ein paar wieder aus dem Bau rausziehe, nur dass ich das Ding hier fertig machen kann. Mhm. Kannst du aber nicht mehr. Wenn die einmal da drin sind, sind sie drin. Wie meinst du? Aber wenn sie einmal da drin hier sind... Hier von der Dings, doch, du kannst sie einfach nehmen mit E. Wirklich? Achso, da, nee, da nicht, da nicht, da nicht. Das meinte ich ja. Dachte, du meinst vom Laufband und nee, dann selber nee. Machen. Das wollte ich jetzt auch nicht. Geht schneller. Die dürfen mir jetzt reichen. So. Weißt du, was jetzt cool wäre, wenn ich von hier unten das Laufband direkt in die Maschine. Das Laufband erwischen würde? Na, auf keinen Fall. Tue ich aber. Oder? Echt? Nein. Und dann bist du kurz vor der Maschine, aber nicht in die Maschine. Ich sehe es schon. Kurz in vorher ging noch, oder? Ja. Da, ja. Wow. So, Kupfer. Wie das jetzt runtergefahren kommt. Da kommt's. Ja. Boah, Alter. Wie viele neue Kabel das werden. Alter, was ist das für eine Line? Ich fahr mal komplett mit. Ich hab da Spaß dran. Du hast da Spaß dran, das ist ja gut. Alter, wie weit weg ist die? Die ist ein bisschen weit weg, ja. Jetzt hat man zumindest einen Anhaltspunkt, wo was ist, ne? Ja. Aber auf dem Laufband wird mir jetzt nicht auf Anhieb auffallen, was Kupfer ist und was Eisen. Naja, das sieht man noch nicht. Ja, das kommt wahrscheinlich noch. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen einfärben, dass sie Kupfer mehr orange machen und Eisen halt so beibehalten dann. So, ich fahre gerade mal die komplette Strecke mit. Ja, ich kümmere mich mal drum, dass wir die Platten schnell fertig machen. Den haben nur noch 72. Ja. Ist ja quasi nix. Ja, das geht relativ schnell. Ja, und Biomasse stelle ich dann auch noch her, dass wir dann Strom wieder haben. Ah, vom Laufband kann man sogar ein paar Leaves mitnehmen. Strom ist weg. Biomasse wird produziert. Lustigerweise, das Laufband läuft weiter. Aber das Kupfer da drauf nicht, weil die Maschine wahrscheinlich voll ist. Ja, ja. Aber das Laufband läuft. Eigentlich müsste ja auch das Laufband anhalten, rein theoretisch, weil sonst müsste ja das Kupfer irgendwie weiterlaufen. Oder ja, sich auf den Haufen oder so. Ja, ja, ja. So ein
Fauxpas, nenne ich es jetzt mal, hat Ding ja, auch. Ja, das ist auch Alpha noch, ne? Von der... Nee, nee, das ist, um ehrlich zu sein, stört mich das nicht, weil rein theoretisch auf einem Fließband, das wie zur Base läuft, bist du zu Fuß schneller. Ja, ja. Ich hab doch mit beiden Biomasse reingeschmissen. Du musst sie auch wieder anmachen. Die sind aus. Wow. Mit dem Hebel da. Wieso sind die aus? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass die aus sind. Voll doof. Ich hab mal auch noch ein bisschen Biomasse mitgebracht. Also Leaves. Man kann die vom Band aus ganz gut sammeln. Bin gleich da. Krass, ey. Also ohne Scheiß, die Platten mit der Hand machen ist 1000-mal schneller. Ja, ja, klar. Die Maschine ist halt nur dafür der Automatismus. Ja, aber dass der Unterschied so krass ist, vor allem bei den Platten. Bei den Kupferkabel finde ich es jetzt nicht ganz so krass, den Unterschied. Ja, weil Kupferkabel sind halt auch Massenware, sag ich mal. Ne? Ja gut, du kriegst auch immer 3 pro Dingens. Ja, und die fahren hier, ja, Alter. Da haben wir jetzt schon wieder 320 von. Mhm. Ja, Platten haben wir auch schon wieder 42 oder so, ist nicht. Kann die mal dazu packen, dann sind wir schon voll. Ja, ich mach mein restliches Eisen hier noch fertig, was ich im Inventar hab. Upgrade. Tudung. Oh, was haben wir jetzt Schönes bekommen? Jetzt gibt's Forschung hier vorne. Warte, ich guck gleich, ich mach nur noch fertig. So. Wo gibt's Forschung? Hier. Aha. Okay, und wie geht's? Pack das mal direkt rein. Ich habe eine Payberry quasi reingepackt. Geh und mal drücke raus. Dann auf Begin Analysis. Und dann hat er es gemacht. Jetzt dauert es halt 5 Minuten, bis das geforscht hat. Ach so, wenn du da sowas reinpackst, dann analysiert der irgendwas und kriegst du irgendwelche Techniken raus oder kannst du neue Sachen craften, wie effizienteren Biotreibstoff oder so ein Scheiß. Ja, ich hab jetzt nicht drauf geachtet, was der da macht, aber irgendwas wird der da machen. So. Mach mal noch Biomasse, Junge, und verteil mal in die Dinge. Weil, um ehrlich zu sein, wir laufen jetzt momentan schnell leer. Gut, hängt ja auch schon ein bisschen was dran. Ja, ein bisschen. So, was haben wir zum Bauen Neues bekommen? Nix. Doch. Biomasse-Burner haben wir jetzt. Das ist quasi, dass wir noch einen extern bauen können wahrscheinlich, ne? Der halt nicht in der Basis mit drin ist. Space Elevator. Das ist, glaube ich, fürs Ende, weil man muss am Ende sich irgendwie hochschießen oder so. Und wir können jetzt andere Upgrades machen. Wir können jetzt nämlich sagen, okay, wir machen jetzt ein Upgrade zum Beispiel. Ich glaube, das Logistik-Upgrade macht am meisten Sinn erstmal, weil da können wir diese Converger, Merger und Converger Splitter bauen. Das ist dafür da, so ein Band aufzuteilen. Genau, so ein Band aufzuteilen, ja. Oder halt wieder zusammenzuführen. Wenn man zum Beispiel alles in einen Storage-Container packen will oder so. Ja, hört sich vernünftig an. So, ich mach mal die Iron Rods. Die 200. Kabel sollten wir sogar schon haben, wahrscheinlich. Kabel haben wir auch. Definitiv haben wir die. Ah, 499. Jetzt ist 500. Echt? Ja. War nur 499 im Lager. Und dann direkt umgesprungen auf 500 eine Millisekunde später. Da haben wir sie. Yay. Ich habe auch noch 100 dieser Poles dabei, lustigerweise. Ah, jetzt sind wir voll damit. Okay. Brauchen wir nur noch die Platten. Ich habe schon mal 17. Ich gehe mal hoch und mach den Miner leer. Hier sind auch noch mal 50 schon. Den mobilen Miner vom Kupfer stelle ich jetzt auch aufs Eisen mit drauf. Ja, kannst du machen. Ich wusste gar nicht, dass da noch einer ist. Ich habe ja 2 draufgestellt. Ja, okay. Ja.
Na, dann stell den mit aufs Eisen. Ne? Kupfer Weil macht keinen Sinn. Ne? Kupfer macht echt keinen Sinn. Kupfer Weil. brauchen wir nur Weiher so oder so. Wir machen da nur Ja. Weiher mit dem Kupfer. Genau. Und Und. davon, das geht so schnell. Da machen wir lieber Eisen noch immer so ein paar Platten manuell quasi. Die Ja. musst du dir selber machen. Pickup Miner. So. Außer wir bauen dann den Splitter und packen dann die Smeltery ist, glaube ich, das, was eher voll läuft, ne? Wobei gerade läuft es nicht voll. Komischerweise. Gut, wir könnten aber auch hier einen zweiten Stingens draufpacken. Weil rein theoretisch für mich ist das Band vom Iron nicht voll. Aber die Smeltery läuft ja durch, oder? Mallory läuft ja da nicht ganz. Also ein ist da immer noch drin zusätzlich. Und irgendwann werden da auch zwei mit drin sein und so weiter. Und die ist nicht so schnell wie das Band, nicht ganz. Ups, was habe ich denn jetzt Minimal. gemacht? Keine Ahnung, was hast du denn gemacht? Ich Du kann hast was. gepinkt oder so? Ich kann ping. Wie Alt pinkt und man? Alt linke Maustaste. Ich kann auch pinken. Eine Raupe bewegt sich fort. Ja, jetzt ist wieder gut. Ja, beim Kupfer haben wir Probleme. Da läuft das Ding voll, ey. Wirklich. Obwohl wir da schon mega schnell sind mit Kabeln und so, läuft das trotzdem komplett voll einfach. Weil halt ein so ein Ingot geht halt zu drei Kabeln immer oder so, ne? Bin dann gespannt, wenn wir für eine Konstruktion mehrere Dinger brauchen. Mehrere Also was? mehrere Rohstoffe, wie das dann abhaut. Du packst dann quasi Merger da rein. Also so ein Dings. Zusammenführding wieder. Und dann in den Constructor rein oder so. Ach so, ja gut, das macht irgendwo Sinn. So, ich mache noch ein paar Eisenplatten per Hand, dass da ein bisschen was vorangeht. Guck nochmal, hier sind schon wieder 40 drin, nehme ich mal direkt raus. Brauchen wir schon nur noch 100. Na, 102. So eine Eisenplatte braucht halt auch drei Eisen, das ist das Problem. Na. Deswegen läuft das Ding hier auch nicht so schnell voll. Wobei hier braucht das nur zwei Eisen. Braucht das drei? Oder Nee, zwei? zwei. Okay, ich dachte schon, dass das beim Constructor vielleicht weniger Dings braucht oder so. Ich kann doch noch Ingots machen. Was ist denn jetzt los? Ich kann nicht mehr craften. Geh noch mal raus und rein vielleicht. Jetzt geht's wieder. Was ist das? Ich habe mich zwischendurch reingehackt. Ach Ich habe so. einmal auf E gedrückt und scheinbar war ich drin. Warum auch immer ich rein kann, wenn du drin bist. Aber ja, ich war drin. Ich bin schuld. Achso, dann Oh, wissen wir's. das Ding hier, Concrete läuft auch voll. Wir haben jetzt schon 300 Concrete, drei Ja, Stacks. Concrete brauchst du hauptsächlich für Baumaßnahmen, oder? Naja, deswegen, wir brauchen das halt gar nicht gerade. Ja, Aber wir haben es halt einfach. wir bauen halt nur unsere Maschinen. Ja. Gut, wir könnten uns eine Ebene bauen, eine anständige. Eine gerade Ebene, wo man dann alle Ja, Maschinen und allgemein alle könnten wir halt drauf bauen können. so eine Fabrik bauen, sage ich mal, ne? Dass Ja, das wie genau. Fabrik auch aussieht und nicht wie, keine Ahnung, dahingeschissen, sage ich Wie mal. Maschinen, die wir auf den Boden gestellt haben. Ja, das kommt dann, das ist dann wirklich Zukunftsmusik. Also auf alle Fälle. Es kann man irgendwann mal angehen, wenn es Ja. konkret voll ist oder so. Ja, nicht mehr in der Alpha. Aber, lustigerweise, der Alpha-Spielstand, ne? Wenn du jetzt speicherst, wird übernommen. Ja, weiß ich. Ist cool, finde ich. Ja, das definitiv. Das kostet wirklich nur konkret. Das Zeug. Diese Wände und so. Ja, Wände, Böden. Theoretisch könnte ich ein paar bauen, einfach so aus Spaß, damit wir es mal gesehen haben. Ja. Mach uns schon mal eine Fläche irgendwo hinter den Maschinen und dann Irgendwo wann. hier oder einfach komplett weg, weil man braucht ja gar nicht die Basis dann quasi, sondern kann ja Ja. auch selber Strom und so Die herstellen. Basis ist ja im Prinzip nur dafür da, dass du am Anfang
irgendwo craften kannst. Ja. Rampen gibt's hier, Foundations. Um ehrlich zu sein, aber das hätten sie auch noch ins Inventar packen können, das Craften. Ja, eigentlich schon. Die Forschungsdinge hätten sie noch machen können, dass du das baust. Ah, okay, die Forschung ist komplett. Okay, was haben wir jetzt geforscht? Nix. Object Scan. Ah, wir können jetzt danach. Nee, man kann nicht danach scannen. Das wäre jetzt. Ich dachte, man kann danach scannen. Jetzt. Das wäre krass. Pack mal noch so eine Barrel Nut rein und lass das auch laufen. Ja, lass mal. Ja, geht gerade nicht. Warum geht das nicht? Weil du 10 davon brauchst. Nee, eine. Ich musste erst wieder rein und raus, keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil ich wieder mit drin war. So, jetzt mal hier die Dingens hier voll. Ach, LOL! Ha, da kommt ein roter Knopf raus! Wo? Aus der Dingens. Guck du in den Hub mal rein. Ach da, LOL! Logistik ready for launch. Ja, dann machen wir das doch, oder? Hast du jetzt drauf gedrückt? Ja. Oh. Jetzt können wir so Merchants und so bauen. Pot will return in. Können wir jetzt nicht forschen, so lange oder was? Da oben steht Pot will return in 2 Minuten 40 oder so. Was für ein Pot? Keine Ahnung. Ich glaube, damit wir das nächste bauen können oder so. Auch wenn wir eh nicht so schnell sind. Aber wir können ja schon mal gucken, was wir als nächstes machen. Du kannst aber trotzdem den Milestone aktivieren. Du kannst ja, aktivieren schon. Du kannst ihn dann nur nicht am Ende durchziehen wahrscheinlich. Wenn man jetzt schon die Ressourcen hätten, könnte man nicht sofort durchziehen. Ja. Was machen wir? Also für Fabriken und so wäre dieses Conveyor Vaults ganz cool mit so Treppen und so. Mhm. Aber ich würde fast sagen, Objektscanner und Ding, den Explore Basic würde ich machen. Explore Basic, wo bist du jetzt? Ach, hier rechts, Object Scanner Berry und Exploring Basics. Ganze Area for a set item, beeps at a rate. Use to mark area of interest, display it on your compass with a color and name. Ah, okay, da kannst du. So Beacons, die kennen wir ja von Minecraft. Okay. Es sind irgendwie so Leuchtfeuer, würde ich sagen, dass man dann Markierungen setzen kann. Es gibt auch noch Part Assembly, ne? Also Tier 2 können wir auch noch machen. Craft two parts into another part. Assembler, das ist das, was wir, glaube ich, brauchen für diesen Constructor. Mehr oder weniger. Rotor, used for crafting the moving parts of a motor. Modular Frame, used for crafting. Oh, eine Kettensäge. Ja, Kettensäge ist auch cool. Used to clear an area of force that is too difficult to remove by hand. Sprich, man kann damit Sachen aus dem Weg räumen. Bäume zum Beispiel, Steine. Jump Pads, Walkways. Oh, das sieht auch cool aus eigentlich für so Firmen später. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Tier 1 fertig, oder? Ja, aber was machen wir da zuerst? Mir ist es eigentlich egal. Machen tun wir effektiv sowieso alles. Also fangen wir einfach links an und machen fertig. Ja, genau, dann machen wir das so. Haben wir jetzt lang Platten, diskutiert. 500 Kabel, ich hole schon mal die Kabel. Ja, meinst du, die sind schon fertig? Bestimmt. Oh, haben nur 600 Kabel. Iron Rod kann ich leider nur eine machen. So, aber 30 haben wir schon mal wieder. Habe hier ist voll, das ist da. Kann ich auch noch was machen? Eine Iron Rod kann ich noch. Mhm. So. Ist hier eigentlich schon wieder was Neues? Nö. Also, das Ding hier, wo ich gerade drin stehe, ist momentan irgendwie, keine Ahnung. Du kannst das ganze zwei Sachen bauen. Ach hier, ja, das ist, da gibt's noch nichts. Gut, aber der Objektscanner kommt ja noch und
Da kann man da mehr. So, aber wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was wir falsch machen, was wir besser machen könnten. Oder einfach so generell mal einen Kommentar da lassen. Hier sind noch ein paar Videos für euch und wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.